Weil der Tag des Baumes, der 25. April, in diesem Jahr auf einen Sonnabend fiel, haben Schönheider Kinder bereits am 24. April ihr Bäumchen gepflanzt bzw. gepflanzt bekommen. Auf dem Gelände der Kita Abenteuerland im Paradies wächst jetzt ein Feldahorn. Der Feldahorn ist Baum des Jahres 2015. Im vergangenen Jahr war das die Traubeneiche. Im April 2014 wurde gemeinsam mit den Kindern der vier Schönheider Kindertageseinrichtungen ein solcher Baum in der Kita Hammerschulzwerge gepflanzt. Jetzt jährlich zum Tag des Baumes, wie heuer im Paradies, einen Baum zu pflanzen, das soll in Schönheide laut Bürgermeister Kai Wilhelm zur Tradition werden.